Liebe Fische, herzlich willkommen zu euren Energiebotschaften für die nächsten 7 bis 10 Tage. Schauen wir uns hier an, wer kommt, mit was beschäftigt ihr euch, was ist ausschlaggebend. Die Fische, Energiebotschaften. Die Fische werden ungeduldig. Rettung in letzter Minute. Alles wird gut. Sorge dich nicht. Halte den Fokus nach oben. Es kommt alles anders, als du denkst. Rettung naht. Alles entwickelt sich zu deinem höchsten Wohl. Unerwartet löst sich alles friedlich. Du bist auf der Spitze des Weltgeschehens, Zusammenhänge erkennend. Du bist offen für Neues. Nur umgedrehte Karten. Noch eine Karte für die Fische. Bevor du eine Entscheidung triffst, harre geduldig aus, geh nach innen, halte innen, schau ab. Du brauchst eine Blickwinkelveränderung, lieber Fisch. Teile deine Gedanken, deine Gefühle, deine Vorhaben niemandem mit, vor allem nicht, wenn es sich um ein Erdzeichen handelt. Ein Erdzeichen, ein Wasserzeichen, Erdzeichen oder Luftzeichen handelt. Du wirst aktiv handeln gegen Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche. Wie der Phönix aus der Asche, du lässt deine Magie walten, deine Macht, deine Kraft walten. Du hältst deine Visionen sehr, sehr hoch. Du weißt, wie du bestimmte Dinge erreichst in deinem Leben. Denke daran, dass du von niemandem abhängig bist, schon gar nicht von einem Erdzeichen. Dieses Erdzeichen ist sehr manipulativ. Gut möglich, dass jemand um finanzielle Unterstützung fragt. Doch diese Nachfrage ist nicht gerechtfertigt, sagen Sie. Du wartest auf die Chance, dass dir Klarheit von einer anderen Person gegeben wird. Diese wird noch nicht kommen. Doch du trittst ganz still und leise in Aktion. Du weißt, was du willst. Du agierst in einer Situation speziell auf einen speziell mit einem Feuerzeichen. Agierst du aus dem Schmerz heraus? Du möchtest befreit sein vom Schmerz. Das schaffst du. Ja, deine innere Freiheit ist dir sehr, sehr wichtig. Deine emotionale Balance ebenfalls. Und gegen Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche, bist du wieder komplett in deinem Element, überschäumend,
fürsorgend, nährend, vor allem dir selbst gegenüber. Du lässt dich nicht mehr beeinflussen von dieser Person, die weiß, was sie will, sehr herausfordernd ist. Schaut diesen Blick hier an. Gut möglich, eben wie gesagt, dass es sich um ein Feuerzeichen handelt. Widder, Löwe, Schütze. Dieses Feuerzeichen wartet. Doch du agierst einfach. Wartet auf Antworten. Du lässt Taten walten. Du gibst keine Antworten, du stellst vor vollendete Tatsachen. Dieser Mensch, ganz egal jetzt eigentlich, welches Sternzeichen es ist, ist sehr im Schmerz, möchte gehalten und aufgefangen werden, doch du bist nicht bereit dazu. Nicht bereit dazu. Ja, absolut nicht bereit dazu. Ja, lieber Fisch, das waren deine Energiebotschaften. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und sei gesegnet. Ciao.